So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mein Test. Ja, so, wollen wir mal schauen hier. Oha. So, ich habe mal nachgeguckt. Also diese die Mod hier, die guckt tatsächlich einfach nur alle Items durch, die überhaupt droppen können als Ore, also als Mineral. Das heißt, dadurch, dass ja bestimmte Items mehrmals definiert sind, zum Beispiel halt Diamanten, ist einmal für eine Höhe von 0 bis keine Ahnung was definiert, dann von keine Ahnung was bis keine Ahnung was und dann von keine Ahnung was bis keine Ahnung was und so weiter und so fort. Also du hast mehrere Definitionen für die Spawn-Chance und der liest einfach alle ein und benutzt auch einfach alle. Also, ja, genau. Und tatsächlich habe ich auch nachgeguckt, Rainbow, also das Zeug, ist nicht als Mineral registriert. Von daher werden wir hier auch niemals Regenbogen rausbekommen. Sad, aber ist so. Ja, genau. Das heißt, es ist tatsächlich, der greift einfach auf, also der generiert alles, was als was über Mythos, über Gift the Ore definiert wurde. Und dementsprechend auch die ganzen Sachen von der Technik-Mod. Oder von welcher Mod auch immer das Zeug ist. Ja, genau, von der Technik. So. Genau. So, siehst du, jetzt können wir ja eigentlich die Fläche, wo wir vorhin die Anlage temporär gebaut haben, können wir die tatsächlich sogar nutzen, um da Bäume anzupflanzen. Das scheint ja auch noch so ein bisschen auf dem Programm. So, wie man das jetzt gucken hier, bist du jetzt eigentlich gewachsen oder ist. Ah, okay, 8%. Das heißt, der Wert sinkt nicht, sondern er steigt. Es ist also gerade mal 8% verwendet. 92 ist noch. Digga, Ding hält ja ewig. Holy shit. Das ist natürlich heftig. So, ich würde mal ganz gerne gucken. Ich meine, die Anlage ist ja jetzt doch relativ kompakt und hier ist doch tatsächlich kaum Platz. Weil die Frage ist ja immer noch, ob wir hier vielleicht mehrere von den Dingern installieren. Aber ich sehe aktuell keine Möglichkeit. Ich meine, wir können, obwohl doch, wir könnten eigentlich die Anlage hier noch mit rüberbringen. Dann würde ich also das Ding hier hinstellen, das Ding hier hinstellen und dann hier noch ein Sieb installieren. Das würde sogar funktionieren. Dann wäre zwar unser Ofen mehr ausgelastet, weil man sieht, hier ist auch Cobblestone mit bei. Das heißt, auch unser Ofen ist ausgelastet. Ja? Nicht, dass es hier jemand denkt, der hier, dem geht's gut. Ja, man sieht, der ist auch halt schon ausgelastet. Das heißt, wir müssten dann noch ein Sieb und noch einen Ofen installieren. Und dafür reicht der Platz definitiv nicht. Nee, ich glaube, wir müssen die Anlage so lassen. Es ist halt schade, dass die Anlage nicht läuft, während wir nicht da sind. Also auch der Teil hier nicht läuft, während wir nicht da sind. Was ich aber vor allen Dingen auch irgendwie nicht verstehe. Weil hier ist Mesekon und hier ist Pipeworks. Und das gleiche haben wir bei uns bei unserer Zentrifuge auch. Und die läuft, wenn wir nicht da sind. Aber hier läuft es nicht weiter. Das verstehe ich offen gesagt nicht wirklich. Wie gesagt, dass das da hinten nicht funktioniert, völlig klar, weil ne, dieses Item droppen und auch diese Aktivität von dem Ding ist halt nur da, wenn wir nicht da sind. Was? Nee, ist nur da, wenn wir da sind. So rum. Aber ja, hier ist ja gar nichts. So. Und das ist schon dezent traurig. Aber cool, dass die Anlage an sich trotzdem funktioniert und uns endlos Ressourcen gibt.
Übrigens mal eine Anlage, von der ich die Idee auch so ein bisschen habe. Also das Konzept, dass sowas überhaupt funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon mal gezeigt hatte. Ich weiß offen gesagt gar nicht mehr, wo das überhaupt ist. Ich glaube, es müsste in die Richtung sein. Na, wir folgen einfach mal ein bisschen den Weg. Ich wäre schon cool, wenn man hier so Fahrzeug hätte, ne? So ein Fahrrad oder so ein Motorrad, mit dem man einfach mal quer durch die Walachei düsen kann. Das wäre schon nicht schlecht. Ich meine, es gibt Mods dafür, keine Frage, aber ja, das Fahrverhalten von denen ist jetzt nicht the yellow from the egg. Und das finde ich dann einfach zu hässlich. Ist halt so. Von daher müssen wir unseren Arsch bewegen. Oh, du heilige Burg! Ach, guck mal, da hat er auch so eine Knochen reingemacht. Lol. Ist mir gerade aufgefallen. Kann ich hier rüber? Oh mein Gott, man kann hier nicht rüber. Das ist ja Betrug. Ah, guck mal, jetzt auch ein so ein automatisches Ding. Und eine Höhle. Und Kästen. Kisten. Kisten, Kästen. Ist doch alles das Gleiche. Nee, weil hier war nämlich früher mal ein Mitspieler, der war sehr talentiert, also, ne, talentiert würde ich jetzt nicht sagen, aber der wusste halt auch, wie man viele Sachen mit Technikmod baut. Aber der hat sich dann leider doch ein bisschen verspielt. Ich meine, letztendlich, wenn die begabten Leute drauf sind und sich dann verspielen müssen, gut, muss jeder selber wissen. Ja, aber dementsprechend wurde er dann gekickt und gebannt. Ne, er wurde direkt gebannt. Und ja, dementsprechend ist seine Anlage so ziemlich tot, also ungebraucht. Und ich habe sie mir aber auch mal angeguckt. Ich hab da zwar nichts verstanden, aber die gab mir so ein paar Anreize, mal drüber nachzudenken, inwieweit es eigentlich möglich wäre. Und wie gesagt, dann fehlt irgendwann bei mir der Groschen eines einsamen Tages. Dann dachte ich mir, ja, sowas kannst du wirklich mal bauen. Nur in besser. Schön mit einer Pipeline. Ich hoffe, ich laufe auch in die richtige Richtung. Wir sind bald wieder am Hotel. Lang ist's her. Tja, da müssen wir wieder mal gucken, ob wir hier irgendwo mal eine Baumfarm installieren. Damit wir mal möglichst günstig an Holz kommen. Vielleicht können wir das sogar auch automatisieren. Gerade mit diesen Notebreakern zum Beispiel. Kann man damit Baumfarm realisieren? Ich meine, Bäume abbauen, kein Problem. Aber wie sorgt man dafür, dass danach auch neuer Baum wächst? Das gibt es ja irgendwie so einen Placer. Und da müsste man gucken, wie man den dann ansteuert, damit er denn, sobald der Baum weg ist, dann stattdessen ein Sapling kreiert. Das ist halt die Frage. Entschuldigung, ja genau, die Anlage hier ist von JJK1. Wobei ich nicht weiß, warum sie JJK2 heißt oder ob es wirklich JJK1 ist. Vielleicht ist es auch gar nicht JJK1, sondern wirklich ein anderer, der JJK2 heißt? Er hat keine Ahnung. Please don't ask me. Hier, oh Gott, wie gehört denn das? Ich glaube, das ist Rolands Gebiet, oder? Mal gucken.
Ja, genau, Rolands Heimat. Ja. Hätte ich euch ja schon große für. Oh, und Monster. Wie es halt schon wieder dunkel wird hier. Oh, schöne Pflanzen. Hat irgendwas, was wir nicht haben? Ha? Ha? Oh, er hat Vanille. Er hat Vanille. Dieser kleine. Alles andere kommt mir bekannt vor, wobei das da hinten nicht. Was ist das hier für ein Zeug? Aha. Naja. Ja. Wir laufen ja voll in die falsche Richtung. Ich glaube sowieso, dass wir insgesamt in die falsche Richtung laufen, oder? Hier ist ja gar nichts in der Nähe. Eigentlich müsste ich hier. Oder ist es da hinten? Nee, da hinten ist ja wieder Sörensbereich. Ja, da war es doch nicht plus 500, 500, sondern irgendein anderes 500, 500. Da ist jetzt natürlich. Hallo? Den vorhin haben wir mit einem Schlag umgebracht und der hat jetzt vier? Was ist denn hier los? Na gut, also dann finden wir das Gebäude, das definitiv muss ich nur mal gucken, wo das genau war. Und wir müssen jetzt mal überlegen, bei den ganzen Blöcken. Gibt es da irgendwie irgendwas, womit wir irgendwie sowas bauen können? Placer. Places and Punch to Spawn Trader? Also nee, das, was wir suchen. Der Dropper auch nicht, oder? Nee. Wie heißt denn sowas? Abklingt der Decken. Ui, lol. Wie heißt denn sowas? Item. Würde das mit sowas gehen? Nee, ne? Ich probiere mal ganz kurz was. Wir haben davon vielleicht noch welche, oder? Genau. Ich guck mal, was passiert, wenn wir da irgendwas reintun und dem dann ein Signal geben. Ist das denn für ihn das Signal zu töten oder nicht so? So, mal gucken. Wir machen es einfach mal hier. Nee, hier ist Teppich. Hier haben wir schon viel Platz für sowas. Wenn die Bude explodiert, ist es halt so. So, wir haben einen Injektor. Einmal Mese und eine Lampe. Wenn ich jetzt hier das Ding hier reinpacke. Ach nee, der Preferred Item, ne? Nee, das funktioniert so also schon mal nicht. Das heißt, der braucht mindestens eine. Ja. Ach, leck mich doch. Der braucht also mindestens eine Kiste, damit der funktioniert. Kisten. Was eigentlich jetzt. Die haben wir ausgeräumt, ne? Ja, aber. Kisten. So. Okay, die geht irgendwo hin. Ah, nee, doch nicht. War das nicht 83? Ha, ja, nee, hier passiert gar nichts. Schade. Okay, also das geht schon mal nicht. Sad life. Was könnte es denn dann sein? Es gibt doch. Also bei Minecraft heißen die Dinger Dropper. Aber sowas gibt es hier nicht. Vielleicht gibt es hier sowas. Construction-Modul. Nee. Geothermie. Geotalalala. Selbstversorger-Injektor. Was ist das denn?
Ach, ein Injektor mit eigenem Lieferfach. Eigenem Dingsterbumster. Cool. Injektor. Digiline Filtering, ja. Injektor Controller. Leider gibt es immer keinen Hilfetext dazu. Was die machen. Klingt sehr interessant. Mesocons Injektor Controller. Ha. Das ist aber nicht alles. Alles ist nicht das, was wir suchen. Das, also zumindest scheint es nicht das zu sein, was wir suchen. Müssen wir mal weiter gucken hier. Was ist das denn? Geothermie? Nein. Lead Block? Hm. Kompressor, Ofen, Extraktor, Freezer, verschlossene Silbertruhe, Stein. Wir bräuchten quasi das Gegenteil vom Steinbruch. Ja gut, das Gegenteil ein bisschen falsch, weil Steinbruch baut ja großflächig ab. Was wir bräuchten, wäre das Gegenteil von diesem Notebreaker. Da bräuchten wir das Gegenteil. Von welcher Mod ist denn dieser Notebreaker? Pipeworks. Genau, hier ist der, mit dem könnten wir es dann ansteuern. Ist das. Habe ich. Achso, na gut. Nach Not habe ich ja schon gesucht. Pipeworks. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Airtight Steel Block Embedded Tube. What the fuck? Trash Can. Nope. Ah, sowas könnten wir verwenden, wenn wir irgendwelche Sachen haben, die wir nicht wollen. Also zum Beispiel, wenn hier. Die könnten wir zum Beispiel hier unten ranpacken, dass wenn die Kisten voll sind, dann der Rest einfach da reingeht. Und dann, keine Ahnung, gelöscht wird. Vielleicht könnten wir sogar sowas sogar hier installieren. Wobei ich da nicht weiß, wie wir das Ding verschalten müssten. Können wir hier sowas irgendwie installieren? Ich wüsste halt echt nicht, wie. Ich meine. Wenn ich jetzt hier auf den Block so ein Pipe setze und dann da eine Kanne anschließe und dann sage, dass der Ausgang auf dieser Seite hier gleichberechtigt ist wie dieser rote Ausgang, würde er es dann so machen, dass er die Kiste bevorzieht und nur wenn in die Kiste nichts mehr reingeht, dann den anderen Ausgang hier benutzt? Weil hier ist es ja so. Er geht hier rein und normalerweise, wenn Objekte hier reingehen, gehen sie gleichmäßig verteilt. Erst da, dann wieder da, dann wieder da, dann wieder da, dann wieder da. Also immer abwechselnd. Aber Kisten scheinen eine bevorzugte Behandlung zu genießen. Das heißt, in dem Fall geht es direkt, ohne weiteres Zutun, direkt immer in die Kiste. Und erst wenn die Kiste nicht mehr möchte, dann geht es in die andere Richtung. Und da wäre halt die Frage, was denn hier genauso? Oder ist das, weil das ein anderer Block ist, weil das ist ja eine normale Pipe und das hier ist ja diese Sorting Tube, macht es denn die Sorting Tube anders? Ich meine, letztendlich, wir können es auch einfach mal probieren. Wir können es tatsächlich einfach mal probieren. Da brauchen wir Kunststoff und Schmiedestahlbarren. Eigentlich wollten wir zwar was anderes machen und verbeugen und so, aber hey. Kunststoff. So, wir brauchen Kunststoffplatten 3 Stück und Schmiedeeisenbarren 5 Stück. So, da brauchen wir einmal so eine Pipe.
So. So, müssen wir von hier aus machen. Beziehungsweise ich könnte auch den Mülleimer direkt darunter hinbauen. Ach, siehst du, so wird es funktionieren, oder? Ich kann jetzt hier den Mülleimer. Oh, also muss ich aber gucken. Wenn ich den jetzt hier platziere, der greift auf beide Seiten zu, ne? Oh. Trashcan. Ich bin verwirrt. Da geht ja gar nichts rein. Okay, ich mach mal etwas, was ein bisschen dumm sein könnte. Gelb. Nee, hä? Weiß. So. Jetzt geht alles hier rüber. Und nächstes geht in den Mülleimer. Doch was passiert, wenn die Kiste voll ist? Ich schon mal ein paar Steine. Ja, ihr kommt ja auch bald dran. Irgendwann. Ich glaube, ich nehme mal ein paar mehr Steine mit. Unser Inventar ist ja großzügig. Da passt ja ein bisschen was rein. So. Dann setzen wir das Ding mal absichtlich etwas schachmatt. Oh, passt nicht mal. Oh, doch, passt gerade so. So, jetzt ist die Frage. Es funktioniert wirklich. So, jetzt ist die Frage, was passiert hier an der Stelle? Warum geht hier nichts rein? Weil eigentlich müsste der jetzt automatisch zwischen diesen beiden immer wieder hin und her schalten. Oder ist genauso wie die Kisten eine bevorzugte Behandlung bekommen können, kann es auch sein, dass das Ding eine benachzugte Behandlung bekommt? Kann das sein? Gibt es sowas? Das wäre richtig nice. Aber so macht das Ding genau das, was ich mir vorstelle. Das Ding ist quasi ein Backup fürs Backup. Also andersrum. Das hier ist quasi ein Backup für den Buffer. Das ist ja richtig knorke. Gut, ich meine, jetzt ist es blöd, dass hier dieses rote Ding ist. Dass man das nicht deaktivieren kann. Aber gut, ist halt so. Stört ja in dem Moment nicht weiter. Der ist auch nicht aktiv oder sowas. Ne? Von daher. Aber ich meine, wie geil ist das bitte? Okay, ich halt aber nicht immer. Guck mal, jetzt, da gehen manche Sachen hin und her. Okay. Ja, scheint also doch nicht so ganz zu funktionieren. Na gut, ich packe erstmal hier ein paar Sachen wieder raus. Das ist ja sehr interessant tatsächlich. Hätte ich halt so echt nicht gedacht. So, ja, wenn es also doch nicht so ganz funktioniert, dann lasse ich es ein bisschen noch lieber, ne? Das heißt, So, jetzt ist wieder grün und rot. Genau. Das heißt, dann muss ich das Ding da unten irgendwie abbauen. Komme ich daran? Aha. Komme ich daran? Aha.
Ja, das heißt, das muss ich doch ein bisschen anders machen. Quiz nur nicht. Die Sache ist halt, man weiß nicht wirklich, wie die Sachen arbeiten, ne? Warum zum Beispiel hier vorne nichts reingegangen ist, sondern nur hier hinten. Ist das Ding wirklich benachzugt? Also andererseits. Also, was ich damit meine ist, wenn ich jetzt die Kiste einfach so hier irgendwo ranstellen würde, also hier zum Beispiel. Okay, hier ist gerade besetzt, aber wenn ich es einfach hier irgendwo platzieren würde. Und dann das Rohr, weil das Ding hier voll ist. Irgendwann das gesamte Rohrsystem voll wird. Würden die Sachen automatisch gelöscht werden? Oder weil die Kiste benachteiligt ist, würde trotzdem alles hier im Rohrsystem bleiben. Das ist halt die Frage. Eigentlich müssten wir das Stück hier hinten hinsetzen. Da könnte ich nämlich hier unten die Kanne hinsetzen. Also diesen Trashcan. Und dann könnte es nämlich funktionieren. Dann kommt dieser Ablink, kommt dann nach hier. Und hier geht dann bloß das Ding zu der Kiste. Oder halt, wenn die Kiste voll ist, geht es weiter in die Trashcan. Das müsste doch dann funktionieren, oder? Kein Diamant. Wie schade. Gerade noch da. Das ist eine gute Frage, ne? Weil die Kiste ist jetzt schon ganz schön voll. Das heißt, der Puffer hält nicht ewig. Der sorgt zwar dafür, dass das Ding nicht instant explodiert, aber er hält auch, ne, so ein Dauerbetrieb hält das Ding halt nicht aus, so. Von daher wäre es natürlich schon schön, wenn man da so irgendwie so ein Sicherheitsventil hat. Aber ich weiß nicht, was sich da als Sicherheitsventil eignet. Das ist halt das Problem. Ich weiß, dass die Kisten, glaube ich, irgendwie ein Signal ausgeben können, wenn sie voll sind. Aber wie das funktioniert, da habe ich halt echt keinen Plan. Vor allen Dingen ist die Frage, ist es denn die Digiline-Signal oder ein Mese-Signal? Und wenn ja, wie will man das denn verarbeiten? Weil, ne, die Dinger hier, die Mese gesteuert sind, gibt es ja nicht. Glaube ich. Das Schöne ist ja diese Wahnwitzigkeit. Ja? Letztendlich ist ja alles, was hier jetzt drin ist, weil der Kreislauf ist ja unendlich, ne? Es wird ja immer wieder verwertet, immer wieder verwertet, so lange, bis daraus irgendwann mal etwas ist, was da reinkommt. Auf der anderen Seite heißt das, wenn die Kiste einmal wirklich voll sein sollte und ich das Ding abschalte, da kann die Maschine trotzdem weiterlaufen bis Get Now. Und alles, was hier drin ist, wenn irgendwann mal ganz viele Ressourcen sein. Das heißt, wenn die Kiste leer ist und die Kiste voll ist und ich die Maschine einfach laufen lasse, ohne dass das Ding aktiv ist, also mit dem Ding hinten ausgeschaltet, ist eine von den drei Kisten irgendwann voll. Das muss man sich mal einfach mal so in den Kopf. Das ist krank. Wie viel Rohstoff wird allein das hier schon werden? Das ist schon irgendwie ein bisschen beängstigend, muss man schon dazu sagen. Ne? Also, das heißt, die ganze Zeit dauerhaft laufen lassen, ist sowieso total wahnwitzig. Sobald das Ding auch extrem viel Krach macht. Aber trotzdem wäre es, irgendwie so ein Sicherheitssystem wäre halt trotzdem schon schön. Naja. Vielleicht habt ihr da ja Ideen. I don't know.
bin ein bisschen überfragt. Gut, das heißt, wir lassen das erstmal sein und kümmern uns erstmal lieber wieder um den Baum. Aber da muss ich erstmal gucken, gucke ich mal offline bei Wikis nach, ob ich da irgendeinen Block finde, der dieses automatische Generieren erzeugt. Also der Blöcke automatisch platzieren kann, so. Da muss ich mal gucken. Das heißt, ich gehe auch erstmal. Nee, ich bleib drinne. Ich muss mal gucken, ob ich das Ding aktiv lasse. Aber ich schmeiß die Dinger erstmal hier rein. So. Und schalte dich aber aus. Jutschen. Dann würde ich mal sagen, werde ich mich erstmal für diese Folge verabschieden. Dann mal gucken, ob ich heute direkt Folgen aufnehme oder ob ich das Spiel an der Stelle, so wie es jetzt ist, einfach beende und dann irgendwann mal später weiterspiele. Voll 4 Folgen muss ich ja noch aufnehmen. Muss ich gucken, wie sich jetzt die Tage so entwickeln, also wie sich der heutige Tag noch entwickelt und den Morgen und so. Bis dann.